In der roten Ecke steht der Ungar Zoltán Veres, bringt ein Gewicht von 89 Kilogramm auf die Waagschale und hat bisher als Profi 65 Kämpfe absolvieren können, 31 Siege, davon 10 durch K.O. Goran Gogic, unser waschechter Hamburger Jung, bringt 112,5 Kilogramm auf die Waagschale, hat 16 Kämpfe bestritten, davon 12 gewonnen, 8 durch K.O. Trainiert und unterstützt wird er heute Abend wieder von Arthur Gregorian. Referee, Ringrichter bei diesem Kampf ist Joachim Jakobsen. Viel Spaß. Wie viel Spaß kann das werden für Zoltán Veres? Goran Gogic, 12 Siege, 8 K.O.s. Zoltán Veres hat relativ häufig verloren. Und der hat natürlich auch noch, jetzt müssen wir mal schnell rechnen, also machen wir es mal grob, 20 Kilo Gewichtsnachteil. Und das ist im Schwergewicht schon ein ordentlicher Batzen. Also wenn Herr Gogic das alles noch mit reinlegt in den Schlag, dann ist das ein gefühlter Verkehrsunfall, der hier auf Zoltán Veres wartet. Sie sehen, Zoltán Veres, der Mann in der roten Hose, in der Rechtsauslage, also die rechte Hand vorne. Umstellungssache natürlich für Gogic, der schon gegen Rechtsausleger geboxt hat, der auch mit Rechtsauslegern trainiert, also demzufolge da keine großen Schwierigkeiten haben dürfte. Aber manchmal muss man da eben schon noch ein bisschen feinjustieren, was es da zu machen geht. Sie können mal vorne auf die vorderen Füße schauen, jeweils vorne stehenden Füße. Da kommt man sich häufig ins Gehege und manchmal tritt man sich auch gegenseitig auf die Zehen. Und die kleine Faustregel dazu, das heißt, wer außen steht, hat mehr vom Kampf, weil er einfach besser treffen kann. Und da steht Gogic außen und die rechte kommt ins Ziel. Und Zoltán Veres weiß jetzt auch, dass das nicht wehtun kann. Bist du okay? Es sind noch 90 Sekunden. Es ist noch die erste Runde. Und der Mann mit den 20 Kilo mehr und dem besseren Boxstil rollt schon wieder auf den armen Ungarn zu. Der Schwinger von Veres, der versucht sich da zu verteidigen. Der Versuch mit der langen Rechten von Gogic. Sekunden sagen, immerhin hat er dann diese schwere erste Runde für ihn doch noch einigermaßen zu Ende gebracht, Zoltán Veres. Das sah ja schon mittendrin mal so aus, als ob es gar nicht mehr so lange gehen würde. Und dann hat er sich doch noch mal berappelt. Ja, Arthur Grigorian links im Bild, im Hintergrund Owen Rees. Während des Kampfes nicht in Sicht, das bringt nicht, das punktet das nicht. Geradeaus, aber nicht so. Dann muss ich dich da wegziehen. Du behinderst die rechte Arme, ja? Auf den geradeaus Körper, die linke nochmal oben
am Kopf, dass sie durchkam, aber man hat am Gesicht von Zoltan Beresch, als er da auf dem Hosenboden saß, gesehen, es war der Körpertreffer, der da die Schmerzen verursacht hat und ihn zu Boden brachte. Ringfrei Pasterko, der muss da zur Höchstform auflaufen in der Ecke und Zoltan Beresch die Maid-Bewegung nochmal richtig vortanzen, damit der jetzt da besser weggeht und nicht stehen bleibt, wo Goran Gogic hinschlägt. Die zweite Runde. Voll getroffen, super gemacht, abgewartet auf die Aktion und dann mit dem Konterschlag sehr gut ins Ziel gebracht. Wir sind bei 8. Macht das noch Sinn, weiterzumachen? Nein. Ja, er will weitermachen oder er tut zumindest so, als ob er hätte weitermachen können, aber das war ein so blitzschneller Schlag, ein so blitzsauberer Treffer. Das kann man absolut unterschreiben, hier abzubrechen. Hier. Er sieht die Aktion, er sieht die Lücke. Die Rechte kommt genau dahin, wo sie hingehört. Und da war sicherlich im Sinne der Gesundheit von Zoltan Beresch, da abzubrechen. Wir schauen hier nochmal hin. Super gemacht. Also mit Auge geboxt, genau gesehen, was er da zu tun hat. Er stand gar nicht richtig gut, um diesen Schlag ins Ziel zu bringen. Er bringt ihn trotzdem perfekt rein. Ja, auch Arthur Grigorian ist sehr, sehr zufrieden. Ja, merkt ihr, was du da gemacht hast? Wenn du so weitermachst, dann geht das noch richtig weit. 12 Siege, 2 Niederlagen, aber gegen gute Gegner, gegen Konstantin Onofrei. In der 9. Runde verlor er und gegen Balu Sauer nach Punkten. Also der Weg von Goran Gogic ist noch lange nicht zu Ende. Das hier war eine sehr, sehr gute Vorstellung. Nicht nur das Ergebnis an sich, sondern die Art und Weise, wie er es rausgeboxt hat. Das war schon zum Zungenschnalzen. Sieger durch K.O. in der 2. Runde, in der genauer gesagt 36. Sekunde, ist Goran Gogic! Der 9. K.O., der 13. Sieg. Gute Vorstellung von Goran Gogic. Und eine Geschichte noch ganz schnell: Zoltan Beresch, der hat auch gegen seinen Trainer mal im Ring gestanden, gegen Laszlo Pasterko. Da gab es immerhin ein Unentschieden. So viel von dieser Stelle.